Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Meine Spezialität. Wo ist der Tunnel? Nicht so schnell, Cowboy. Ohne Biomarker kommst du nicht weit. Du bist eine Gefahr für jeden. Und du hast ja schon gesehen, wie die Leute in Villedor auf Gefahren reagieren. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt in Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Villedor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Hier drüben. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? 7 Jahre. Hat mir so gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Schon. Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Ah.
Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Wie diesem wird oft einiges versteckt, falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Los, komm schon. Stopp! Hilfe! Irgendjemand! Hilfe! Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist's genauso. Und die PKs werden schlimmer. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis.
Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe! Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden's ja sehen, stimmt's? Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Plan B, lauf um dein Leben! Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das könnt ihr schaffen. Mir nach. Beeilung! In der Nähe, mach schon! Hakon, Na los, macht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Ach, scheiße. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch.
Hörst du nicht? Hinter uns! Hier! Und deiner? Er gehört zu mir. Lass uns wenigstens erst mal rein! Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Wir sind sowas von am Arsch. Verdammt doch mal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich habe mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich habe ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Oh, Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Harkon? Ich brauche nur eine UV-Lampe.
Ich komm zurück. Halt die Stellung. Hakon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Ein beschissener Taxifahrer und Mutter Teresa in einem. Aber du konntest kochen. Und alle haben gesagt, dass du das machen sollst. Kochen. Das Leben wäre einfacher gewesen. Keine Nightrunner, keine Harkons, keine Probleme. Nein, du wolltest mehr. Verdammte höhere Zwecke, oder? Dabei könntest du einfach nur kochen. Du und Hakon, kennt ihr euch schon lang? So lange. Was meinte er, als er sagte, ihr habt früher den Leuten geholfen? Wir waren beide in einer Spezial... Ist jetzt auch egal. Ist Vergangenheit. Biomarker. Warum kommt man da so schwer ran? Weil das komplizierte Geräte sind. Die Fabriken, die die Teile hergestellt haben, sind schon seit Jahren außer Betrieb. Biomarker sind mit deinem Blut verbunden. Wenn einer synchronisiert wurde, kann er von niemandem anderem mehr benutzt werden. Ohne sie hat die Infektion freie Bahn. Genau wie bei dir. Deshalb bezahlen die Leute ein Vermögen, um neue zu bekommen. Dafür geben sie all ihr Geld und ihre Kristalle her. Zum Glück haben Hakon und ich einen Ort gefunden, an dem man noch welche herstellen kann. Was ist falsch daran, dass Hakon mir Hemmstoff gegeben hat? Bringt die meisten in wenigen Sekunden um. Das ist eine echt harte Droge. Die meisten verkraften das nicht. Aber ich habe überlebt. Ich sagte, die meisten. Also bilde dir nichts drauf ein. Sei einfach nur vorsichtig damit. Wo kann ich mich ausruhen? Du bist neu in der Stadt. Was hat dich hierher getrieben? Das ist hier nicht das gelobte Land. Ganz im Gegenteil. Ich muss zum Fischauge. Und Hakon hilft dir dabei? Du wirkst wie ein netter Kerl, aber... Hör auf meinen Rat. Vertrau nicht jedem, der dahergelaufen kommt. Scheiße, woher willst du wissen, ob du mir vertrauen kannst? Okay, genug gelabert. Geh schlafen. Vor morgen früh können wir ohnehin nichts machen. Ich heiße Anton Novak und ich werde eine verfluchte Legende sein. Entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Ich nehme das für dich auf, Papa. Soll ich dir was verraten? Wenn du es hörst, schämst du dich bestimmt. Mein ganzes Leben lang hast du mir gesagt, aus mir werde nichts. Aber dann bin ich PK geworden. Und was hast du gemacht? Mich einen Verräter genannt. Und mir dann vorgelabert, dass die PKs sich einen Scheiß um uns scheren, uns Leute vom Bazar. Danke für dein Vertrauen, Papa. Ich schere mich um niemanden einen Scheiß, Papa. Ich werde dir zeigen, was ich drauf hab. Heute kam so ein Typ, den ich kannte, zu mir. Meinte, dass ich am falschen Ort suche, wenn ich ein Held sein will. Und dass ich Potenzial hätte. Sowas habe ich von dir nie gehört. Er meinte, ich solle ihn um Mitternacht auf dem Dach der alten Textilfabrik treffen. Und hier bin ich. Wie ein Idiot. Was mache ich hier? Vielleicht wollte ich es dir zeigen. Ich wollte, dass du siehst. Scheiße, was zum... Der Typ springt von Gebäude zu Gebäude wie ein verdammter Panther. Fuck, fuck, fuck. Der darf mich nicht finden. Komm schon raus, Junge. Ich weiß, dass du hier bist. Ich bin Killian.
Hast du etwa Angst, hier eins? Du schlafen? Brauchst du nicht. Zumindest heute nicht. Aiden, Papa Aiden, blödi Papido. Such mich. Mord, hier ist Halle. Brauchen Krankentransport, over. Na, sehr witzig. Hast du es geschafft? Fast. Biomarker sind im GIE-Krankenhaus. Ich bin fast da. Aber um das durchzuziehen, brauche ich dich hier. Wohin soll ich gehen? Wenn du mit dem Rücken an Killians Tür stehst, schaust du genau drauf. Bleib dran.